Okay, es geht weiter, Leute. Das nächste Ziel ist es, den Windkristall. Dafür müssen wir erstmal hier hin. Und durch den. Kein Zufallskampf, bitte. Durch den Wasserfall, der irgendwo hier ist. Ja. Zur Wasserfallhöhle, weil wir brauchen. Hier müssen wir ein paar Steine. Einen Roboter ansprechen. Und ach so, da sage ich euch, da sage ich euch, wenn ich da bin. Und das sind die gleichen Monster. Ach. Tongolem haben wir noch nicht gesehen. Ich wollte gerade den Kampf ausschneiden, weil ich dachte, ihr habt den Kampf noch nicht gesehen. Also ich zeige euch mal den Tongolem. Oder haben wir den noch schon gesehen? Wenn ja, ich. Okay. Einfach zu viele Zufallskämpfe. Ja, auch erledigt. Ist das der Weg zum Golem? Ja, das ist der. Das ist der. Also, das ist der Weg zum Golem. Was ich sagen wollte, das ist der Weg zum Golem. Ich warte schon sehr lange. Benutzt Teleportal. Luftschloss vernichtet. Tiamat. Teleportal erhalten. Teleportal. Und Roboter geht kaputt. So, 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 so. Also, was ich sagen wollte, nur bei diesen Golem hier sind die einzigen Schätze in diesem Dungeon und ihr könnt überall suchen, ihr findet keinen Schatz außer die hier, diese 6 Stück. Und er sagt nichts mehr. Schleife, Magostab, Magostab, der Magostab. Nein, Roboter, gehst du bitte weg? Okay, Defendor, das ist bestimmt ein Schwert, wusste ich doch. Also, wir haben jetzt alles hier rausgeholt. Jetzt müssen wir zu Melmont. Na, dafür gehen wir mal raus. Warte, gab's da nicht. Okay, gut. Jetzt müssen wir zum Luftschiff. Dun, 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 dun. Oh. Okay, das haben wir dann auch erledigt. Der 16. Part. Okay, Melmont. Wo war zum Geier Melmont wieder? Achso, okay. Lange Flugshow. Also, da erwähne ich das nochmal. Also, ich werde alle optionalen Dungeon machen. Auch wenn es lange dauern wird. Also, das ist die Stadt Crescent, oder? Also, das ist Melmont. So, dann müssen wir hier hin. Dann müssen wir zu einem Typen, der am Grabstein ist. Ach so, da gab es ja diesen alten Mann da. Wo ist der? Ach, da bist du ja. Lass mich diesen Stein sehen. Der Rosetta-Stein. Bei den Göttern ist dies der einzigartige Rosetta-Stein? Ja, mein Freund. Nun wird es mir endlich gelingen, die Sprache der Luvianer zu entschlüsseln. Aber natürlich, es ist so simpel. Ich wusste, ich bin ein Genie. Okay. Nun, eine äußerst komplexe Sprache in der Tat, aber ich schätze, ihr könnt sie lernen. Was machst du jetzt da? Seht hier, selbst ihr konntet die Sprache erlernen. Was jetzt? Gesehen in sein. Okay, jetzt kann ich Ljubljanisch einfach so. Junger Mann, geh weg. Danke. Und hier kriegt ihr die ganzen Zauber hier, könnt ihr gucken, was Mike lernen kann. Ach, Mann. Jetzt muss er da in diese verfickte Stadt. Warte mal. Ist das die Höhle der Genese? Ja, das muss es da sein. Ja, das ist es dann.
Okay. Die war irgendwo da oben. Da müssen wir sowieso gleich hin, zum Luftschloss. Wo zum Geil bin ich jetzt? Och, richtig weit weg, also. Hier steht, hier ist die Stadt Gaia. Hier müssen wir landen, also genau gesagt, hier müssen wir landen. Und jetzt den ganzen Weg zu Fuß dahin. Das dauert lange, sage ich jetzt schon. Okay. Nicht mal lange, Leute, nicht mal lange. Sind ja gleich da. Wir sind da. Die Luviana. Wir sind Luviana, wir sind die Nachkommen jenes Volkes, die den Himmel und die Lüfte hier zu Hause nannten. Das Schiff, mit dem ihr reist, ist ein Luftschiff. Gebaut wurde es von Cid, einem legendären Luviana. Immer wieder kommt der Name Cid auf. Hey! Lasst euer anmutiges Antlitz im Wasser spiegeln. Bäh! Ihr seht ja unglaublich schmutzig aus. Los, wascht euch mit meinem Wasser den Dreck aus dem Gesicht. Wer ist das? Mit wem rede ich da? Die Legende besagt, dass 400 Jahre nach dem Zerfall der himmlischen Zivilisation vier Krieger erscheinen, die Kraft des Lichtes in ihren Händen halten und es vor einem großen Unheil bewahren werden. Ich hoffe, du sagst nicht das gleiche. Gesandte des Lichtes. Die Legende ist wahr. Okay, es gibt in diesem Laden, in dieser Stadt... Hier gibt es einen Geheimweg oder so. Hier kann man nicht schlafen, hier kann man eigentlich gar nichts machen. Warte, Nordosten kann man irgendwie weg. Da kann man zu einem Magieladen, das weiß ich. Das Luftschiff, das hoch über unseren Köpfen schwebt, vor langer Zeit lebte unsere Vorfahren in diesem Schloss. Und der Turm Mirage soll sein Eingang sein. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Ey, ich finde noch diesen Geheimweg, das sage ich euch. Vor 400 entwickelten wir uns zu einer Hochkultur. Sogar den Himmel konnten wir erobern. Doch von dieser einst hochentwickelten Zivilisation ist heute nichts mehr zu sehen. Oh. Vier elementare Kräfte formen unsere Welt. Feuer, Erde, Wasser, Wind. Und Luviana vermacht man die Kraft des Windes, so dass unsere Vorfahren nach oben, hoch oben am blauen Sternenhimmel ein schimmerndes Schloss errichteten. Okay. Das Luftschloss schwebte hoch über den Wolken in einem Meer von Sternen. Redest du mit mir? Wir Himmelmenschen tradieren unsere Erinnerungen auf rituelle Weise. Doch auch unsere Erinnerungen scheinen über die Jahrhunderte zu verblassen. Gehst du mal weg? Danke. Ob die Maschinenmenschen, die unsere Vorväter bauten, noch immer aktiv sind? Ah, das erklärt auch, warum der Roboter da war. Das war ein Maschinenmensch. Aha! Dun, 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 dun. Lässt du mich durch? Wir kamen zu diesem Schluss, dass selbst die vier Chaos Schergen eines noch viel mächtigeren, bösartigen Wesen sind. Unsere fünf Krieger sollten diese Wesen ausfindig machen. Doch schon lange haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Welche fünf Krieger denn? Gehst du weiter? Geh weiter, Mann. Geh einfach weiter. Danke. Die lieferten uns einen erbitterten Kampf mit Tiamat, dem Chaos des Windes. Doch wir waren mit seinen bösen Mächten nicht gewachsen. Seitdem hält er das Luftschloss besetzt. Böser Tiamat. Der Wind war die Quelle unserer Kraft. Doch Tiamat brachte die Quelle zum Versiegen. In unserer Verzweiflung schickten wir fünf unserer besten Krieger los. Doch angeblich hat sie eines der Chaose verflucht, sodass sie nun ihr Dasein als Fledermäuse fristen. Ihr Krieger des Legende, nehmt dies mit euch. Mit dieser Glocke wird euch der Turm Mirage Eingang gewähren. Glocke erhalten. Okay. Aber wie zum Teufel komme ich zu diesem Magieladen? Man kann dahin, das weiß ich. Es war keine Lüge, was die Komplettlösung gesagt hat. Ah. Hier ist der Magieladen. Wusste ich doch. Erzengel. Okay, ich muss dafür was opfern. Magie vergessen.
Haldali Sanctus halbiert magischen Schaden eines Gefährten. Eines Gefährten? Nein, das kann ich dann wegmachen. Wenn schon, soll das auf alle gehen. So. Und dafür braucht man Money. Flair. Okay, was kann ich dafür löschen? Vergessen. Kann ich das vergessen? Und das haben wir dann auch gelernt. Okay, dann haben wir dann alles hier. Jetzt den ganzen Weg zurück. Okay, wir sehen uns vor Turm Mirage. Weiter geht's, weiter geht's. Ich hasse diese Wüstenbarett-Kacke. Okay, da ist er ja. Level 66. Machen wir mal ein Zelt. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Gehen dann mal speichern. Turm Mirage. Wächter. Okay, Wächter. Angeblich sollen sie... Oh! Sehr viel Schaden machen können bei mir. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Ey, ich werde... seid ihr meine Erschaffer? Okay. Chimera, okay. Feuerbrunst! Okay, Feuersbrunst. Okay, ich fick die ganzen Gegner hier. Die werden schnell sterben. Nicht dein Ernst, oder? Okay. Dunkelritter, Höllenross. Greifen wir erstmal den Dunkelritter an. Tod. Männer tot. Okay. Heilerin. Zu viel Geld. Mondschwert. Ein Mondschwert ist schlechter. Und Heilerellen Benutzung, um Heilung auszuführen. Ah, okay. Ah. Eiges Schild, okay, dann muss das muss doch besser sein. Schützt bisweilen vor Stein. Ja, kann ich gebrauchen. Zelt.